Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Und da sind wir mit unserer neuen Raumgestaltung, die wir jetzt mal angehen wollen. Wir haben sogar schon Gäste auf der Party. Ich habe die jetzt ja ein paar Minuten schon laufen. Und zwar Magdalena und Johnny bis jetzt. Ja, warum nicht, ne? So, allerdings tippe ich mal, dass wir die Yogamatte irgendwie nochmal umlegen müssen. Packen wir sie einfach jetzt mal hier hin. Mir fällt jetzt auch kein gescheiterer Platz ein. Ich werde jetzt erstmal diesen Teppich hier rausnehmen. Und wir haben jetzt ja hier nochmal ein Bett. Aber gekonnte Bette von Stenke. Es ist nur die Frage. Wir könnten die schwarz machen. Jonathan ist ja noch ein bisschen kleiner. Gibt es das hier auch in schwarz? Ja, egal. Dann hat das jetzt halt Herzchen. Das wird Jonathan verkraften. Das ist jetzt kein Problem. Lange wird der ja auch jetzt nicht das Kleinkind bleiben. Ich bin nur gerade am Überlegen, dass wir die irgendwie hier so gescheit noch hinstellen. So, unter die Eier kann ich das natürlich nicht stellen. Jetzt gedacht. So, erstmal müssen wir das Ding hier, glaube ich, mal verstellen. Und zwar mal hier hin. Ich meine, das eine Zimmer ist ja schon grün. Ich würde jetzt hier wirklich mal mit Blau. Machen wir das mal ein bisschen türkis. Und gucken wir mal, was wir hier für Farben haben. Hier haben wir so ein dunkles Blau. Party-Level-Aufstieg, das ist schön. Erschreckt mich aber bitte nicht so, liebes Spiel. So, aber leider sind das hier sehr hässliche Sachen, oder? Ja, ich dachte es mir schon. Okay, wir stellen es erstmal auf. So. Komm, in die Truhe damit. So, das stellen wir auch erstmal mitten in den Weg, ist kein Problem. Ich glaube, die Eier müssen wir auch noch umstellen, das lässt sich da nicht vermeiden. Ja, ich frage mich, ob wir die jetzt gescheit woanders hinpacken können. Und zwar zum Beispiel hier drauf. Dann haben wir das nämlich auf den Regalen stehen und können dieses komische Eierregal da einfach wegmachen. So. Dann packen wir noch eins hier mit hin. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich wollte hier das Ei eigentlich haben. So. Dann kann das nämlich jetzt weg. Dann gucken wir mal. Jetzt haben wir schon zwei Betten hier. Wir könnten das. Vielleicht hier mit hinstellen. Und dann können wir sogar noch so ein kleines Sofa für die Kids dahin bauen. In schön gibt es das natürlich jetzt nicht, ne? Na, das ist jetzt schlecht. Egal, wir gucken mal. Wir können den Fernseher vielleicht auch woanders hinstellen. So, ich überlege jetzt mal, was wir für Beistelltische nehmen. Vielleicht hier in so einem schönen Hellblau. So, das geht schon besser. Den Spiegel können wir natürlich nicht dahin stellen. Jetzt gedacht. So, aber den können wir erstmal blau machen, ne? Ja, komm, blau. Schreibtisch. Nee, das Ding wollte ich jetzt nicht verschieben. Ja, dieses Gebaue hier, ne? Da, ich pack das jetzt erstmal weg. So, wir machen jetzt auch einen blauen Hasen. Warte, wir machen das so.
Stell den Spiegel dahin. Die Pflanze in Blau daneben. Jetzt brauchen wir noch ein Sofa. Aber ich glaube, wir... Oder warte, wir haben doch zwei Sessel, ne? Aber wir haben... Ich muss mal gucken. Wir haben die, glaube ich, hier irgendwie hingestellt, ne? Was kostet denn hier? Also, wir haben ja so ein fettes Sofa. Warte mal, Wohnzimmer. Elegante Retro-Couch. Stuhltrautes Heim. Es gibt nur die Dreier, aber nicht die Zweier, oder? Ne, warte mal, hier gibt's Faulenzer-Sofa. Wenn das jetzt nicht 5000 irgendwas kosten würde, ne? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach so eins. So, machen den Stuhl dann erstmal blau. Den Teppich blau. Das Ding müssen wir noch umstellen. Ich würde nämlich die Dings hier gern hinbauen. Und wir bräuchten hier jetzt irgendwie noch ja sowas wie einen Kaffeetisch oder so. Ich guck mal, ob wir sowas haben, wo wir jetzt den Fernseher draufstellen können, ne? Ich glaube, ich werde enttäuscht. Ja, ich werde enttäuscht. Wer hätte es gedacht? Können wir denn hier nicht den Fernseher draufstellen? Halt, stopp. Ja, können wir. Perfekt. So, da kriegen die hier so einen weißen Fernseher. Dann Spielkasten kommt hier hin. Und der Maltisch, den machen wir jetzt noch mal ein bisschen dunkler. Den packen wir hier hin und dafür packen wir die Lampe mal weg. So. So weit, so gut. Mir gefällt zwar dieses Couch-Ding da, der Kleiderschrank von den Kleinen gefällt mir noch nicht, von den beiden, aber egal. So, dann war einmal ein Licht. Ich glaube, dann war es das schon mit den Lichtern, oder? So eine einzelne Lampe haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Schade, schade. Wir können das auch vielleicht ein bisschen so machen, dass das hier so hervorsteht. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus hier. Werden wir diesen hässlichen Dino jetzt nochmal entfernen. So. Blau ist ja sowohl Jungen- als auch Mädchenfarbe. Das geht ja dann immer ganz gut, finde ich. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Nee, nicht Fenster. Ich wollte Innenwände. Himmel und Meer. Ist eigentlich nicht verkehrt, oder? So ein richtig schönes, helles Blau. Märchenhafter Belag. Ja, es ist schon wieder ein bisschen nun. Lila-mäßig Löwenmäulchen. Nee, auch nicht. Von Dämmerung bis Morgengrauen. Nee. Lassen wir mal das liebliche Duett. Das können wir, glaube ich, nicht nehmen. Wobei das in Grün schon nicht ganz so schlecht aussieht. Glatter Beton. Nee. Sieht alles nicht aus. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier nochmal bei den Böden um, ob wir hier auch nochmal einen Teppich reinlegen. Warte, ich mache das hier mal schnell, dass der fertig ist.
Ja, gib uns mal deine Sachen. Ach, das ist sie. Na, gut zu wissen. Nee, es ist gar nicht sie. Er ist das. Was für ein Schelm. Boah, wir kriegen 132 irgendwas damit, ne? Ist das heftig. Aber 4 Strom kostet das uns das auch. Ja, ich möchte hier auch den Boden nochmal verändern. Das gefällt mir hier nämlich noch nicht. So, Boden. Die Giraffe ist schon süß, ne? Muss man sagen. So ein helles Blau einfach. Ich überlege, ob wir hier auch irgendwas machen. Dass wir das mal verändern. Nee, sieht hässlich aus. Gewebter irgendwas. Komm, warum nicht? Ich überlege, ob wir jetzt aber das schicke Laminat, was wir da ja extra gekauft haben, Holz, da, das Fischgrätenparkett, ob wir das in den Flur legen jetzt. Huch. Nein, 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 jetzt begrüßt doch nicht die Partygäste. Ich wollte die gerne noch weiter umbauen. Ich würde hier nämlich den Teppich hier noch, dass wir einen wegmachen. Dass wir das dann hier irgendwie so drunter legen. Und ich würde hier gerne bei den Betten nochmal gucken von der Farbe her. Geht auch, ne? Wobei der hier oben ist irgendwie noch cooler. Das hat aber alles Herzen, oder? Ja. Das hat alles Herzen. Es ist nur die Frage. Ich glaube, wir machen das mal mit dem. Dann haben wir nämlich auch mal umdesignt hier, ne? Doch, es sieht gleich schon etwas besser aus, finde ich so. Jetzt vor allem, wo wir das Kinderzimmer angepasst haben. Mit Fernseher für die Kleinen. Finde ich gut. Finde ich gut. Und dann können wir nämlich auch bald hier dann das Kinderbett tauschen. Das ist dann auch nicht ganz verkehrt. Partyspiele. Christian Wagner. Wir begrüßen den mal. Ja. Hochspielen können wir die Party dann immer noch. Geburtstagslied singen. Er singt für sich selbst sein Geburtstagslied. Ist kein Problem. So, allerdings darfst du jetzt mal deine kurze Übungseinheit machen. Sie ist dann jetzt auch mal bald fertig hier. Jetzt hat sie ja hier ihre Yogamatte. Und wir müssen ja für 3000 dann mal die frischere, oder was heißt frischer, die modernere kaufen. Ich überlege, ob wir das dann mal so machen, dass wir diesen Raum hier bis hier in den Garten reinziehen und den Garten wegmachen. Diesen Raum hier länger machen, dass wir dann hier die Küche reinpacken. Esszimmer ist dann mit im Wohnzimmer und aus diesem Raum hier hinten können wir dann das Zimmer für Luis quasi bauen. Das wäre eine Idee. Weil später, wenn die dann ausziehen, oder wenn die, also wenn die Eltern ausziehen, kann nämlich hier ein Zimmer für die Dame, ein Zimmer für den Herren und dann für den Cousin, der einfach gefühlt 30 Jahre älter ist. Isaiah, Dennis und Christian. Wir teilen. Oder auch nicht. Das kostet 15 Energie. Aber das ist kein Problem. Das war jetzt das Falsche.
Du Trollertante. Lass mich jetzt am besten dem Ruf der Natur folgen. Und damit wir das dann machen können, was einfach mega viel Punkte gibt. So. Sieht gut aus. Machen wir. Gute Arbeit. Unsere Party ist mittlerweile auf Level 3 gekommen oder so. Mensch, nee, auf Level 2. Wow. So, Heini, kannst du nicht... Ja, du bist jetzt komplett im Hobby drin. Ne? Das geht, glaube ich, da nicht. So, zurück zur Party. Es ist immer nur noch Magdalena und Johnny sind da. Aber hey. So, was machen wir mit dir? Jetzt brauchst du doch mal 4. Möchte allein sein. Das Kind steht da, starrt diesen Wandfleck an. Ich fände das ja gruselig, wenn mein Kind so an der Wand steht und einfach nur noch dahin starrt. Das wäre mir nicht geheuer, ehrlich gesagt. Sag mal, Kind, kannst du jetzt bitte mal aus dem Bad rausgehen? Mich nervt das ja, dass man die da einfach nicht fragen kann. Ich schicke die jetzt einfach schlafen, wir machen das so. So, Powernickerchen. Das dauert ewig, bis wir hier dieses Sim-Cash erspielt haben, ey. Aber ich habe mal in dieser Gruppe ein bisschen rumgefragt. Viele erspielen sich alles. Und der ein oder andere investiert auch. Das Verlangen ist echt groß, die sich diesen Platz hier einfach zu kaufen. Aber ich lasse es besser. Ich lasse es besser. Man sollte dafür kein Geld ausgeben. So, das bringt alles nichts. Dann werden wir jetzt die Kurzübungseinheit machen. Ich sammle mir die am Abend immer zusammen, die kurzen Übungseinheiten. Ich mache das dann irgendwie so 4-5 Stunden im Moment und dann kriege ich immer ein bisschen Geld und kann dann mir schön gönnen. So, wir sind, glaube ich, auch gar nicht mehr ganz so weit entfernt. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir sind da. Okay, wir haben noch eine ganze Stufe zu machen, aber dann kriegen wir unseren Raum. Und angefangen damit, dass wir hier überhaupt erstmal den Abschnitt irgendwie freikriegen müssen. Ja. Wobei dieses Kinderzimmer für beide ist jetzt auch voll annehmbar hier. Für Luisa und Jonathan. So, Mr. Mensch hier ist fertig. Der hat seine lange Schicht nun hinter sich. Das holen wir uns jetzt mal ab. Dann darf der jetzt noch mal eine kurze machen. Wir wollen ihn ja auch hier hochleveln. Was auf der Pfanne? Ist er Level 8? Das heißt, das haben wir auch bald abgeschlossen. Wir haben hier fast alles abgeschlossen bald bei den Karrieren. Ich meine, was auf der Pfanne fehlt noch? Da müssen wir noch gute Geschäfte machen und gut aufgelegt. Ne? Also... Das machen wir dann mit der nächsten. Ein bisschen länger werden die Beziehungsdinger brauchen. Hobbys. Ja, bei Gitarre und Yoga sind wir ja dabei. Und fürs fucking Klavier brauchen wir einfach das Klaviererbstück, sonst geht das nicht. Vielleicht schenkt uns das ja aber einer unserer Sims. Vielleicht. Man kann ja mal hoffen. Hier habe ich übrigens diesen Scheinwerfer noch gekauft. War mal so der Plan, wenn man dann hier zum Beispiel alle Sachen, also wenn ich jetzt hier noch 20 oder 16 Stück hinstelle, nicht, dass ich jetzt hier überall Scheinwerfer hinstelle oder Raumteiler, aber wenn man das dann hätte, oh, wir können ja auch draußen die Raumteiler noch hinstellen, sehe ich gerade. Hier alles voller Raumteiler stellen, nur damit wir Objektfortschritt bekommen. Genau wie mit diesen Wandspielen. Ne? Ich habe hier nämlich schon angefangen, wir können ja keine Tische mehr bauen. Hier einfach nur die Deko hinzustellen. Wobei, ich kann hier mal weitermachen. Ne? Wenn wir schon mal hier sind. Die Rosen. Die Blumen. Das fehlt hier alles noch. Nee, eine Keksdose wollte ich da jetzt nicht hinstellen. Aber ich kann in diese eine Ecke keine Säule reinstellen. Das hat mich echt geärgert. Ich kann es euch ja zeigen.
Das geht hier nicht und hier auch nicht. Doch, hier geht es. Okay, dann machen wir das da mal. So. Jetzt müssen wir den hier irgendwie nochmal drehen. So, und den hier auch. Oder? Nee, der ist schon. Oder? Nein. Nein, doch nicht. So. Ich frage mich, ob das dann hier irgendwann mal erweitert werden kann, wenn man mehr freischaltet. Wobei es ja auch immer noch so ist, jetzt bevor wir den Part enden, das Ufergebiet ist noch gesperrt, ne? Wenn man da mal so hinguckt. Ja, aber an dieser Stelle sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Wenn ihr auch irgendwie mal speziell was sehen wollt oder so, sagt einfach mal Bescheid. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.